Hallo Leute, weiter geht's bei der Spezialdemo von Pokémon Sonne und Mond. Und wir dürfen jetzt zum ersten Mal versuchen, uns ein Pokémon zu fangen. Das wird sein, ein Pipek. Ja, okay, warum nicht? Versuchen wir es. Es hat Level 33, okay. Versuchen wir mal Aeroas. Wird es ja nicht gleich besiegen. Ja, ganz okay. Könnte mehr sein, aber es kann... Wow, macht mir nicht so viel Damage, verdammt nochmal. Wie viele Bälle habe ich denn? Wow, ich habe Superbälle. Wie viele? Einen Heilball, drei. Und Pokébälle habe ich 16. Gut, versuchen wir es. Na? 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 Wunderbar! Wir haben unser erstes Pokémon gefangen, Leute. Lalalalalala. Vielen Dank. Ich habe keinen Pokédex, nicht wahr? Schade. Das ist ein vielversprechender Anfang. Nur weiter so. Wo kann ich mir jetzt das ansehen? Hier. Aber ich kann jetzt damit kämpfen, theoretisch. Superschall, Blücker. Das ist beharrlich. Süß. Aber ja, was bringt es mir jetzt? Ich weiß es nicht. Wir versuchen... Nee, wir gehen erstmal hier weiter. Mal sehen, was es hier so zu finden gibt. Ah, das Gebiet ist gar nicht größer. Ach so, verstehe. Ach so, ich verstehe. Hm, was haben wir noch? Nochmal so eines. Warum sollte ich mir jetzt... so viele von diesen Viechern wie möglich fangen? Verstehe ich nicht ganz. Ich besiege es mal. Lass mich raten, ich könnte es auch so schwächen. Nee, könnte ich nicht, okay. Ja, wenn Quatschuzu nur zweimal treffen würde, dann würde es klappen. Weiß nicht genau, was ich jetzt tun soll. Ich fange einfach mal ein komplettes Team. Und ich nehme an, ich habe hier noch keinen PC, dann reicht es bestimmt aus. Dann sagt er mir, es reicht, hör auf damit. Ja, ist doch wahr. Was ich jetzt noch nicht beachtet habe, ist... ob mein Pokémon Erfahrungspunkte kriegt, wenn ich eins fange. Ist ja auch noch interessant. Shit! Gut, auch der Nachthieb wird nicht mehr eingesetzt. Ist ja gut. Ist ja gut. Wow, hier unten sind viele Pokémon scheinbar. Nochmal eines. Muss ich mir jetzt echt so viele Viecher von denen hier fangen? Mein Gott. Okay, Spiel, wenn du es so haben willst, dann machen wir das halt. Knapp. Shit. Ich habe bald ein Problem. Ich kann mir bald keine Pokémon mehr fangen. Wenn jetzt noch ein Level-Up kommt. Halt, ich kann jetzt auch Y drücken. Ah, perfekt. Perfekt. Ich muss nicht immer ins Menü zurück, um den Pokéball wieder auszuwählen. Das ist sehr schick. Das ist sehr schick. Meins. Ja, kein Spitzname, kein gar nichts, ich weiß. Aber gibt es hier wirklich nichts anderes? Ich verstehe nicht, warum ich mir jetzt 5 dieser Viecher fangen soll. Ehrlich gesagt. Aber ich mache es halt mal. Ich weiß ja nicht, was es mir bringt. Ich muss die Pokémon ja eh wieder abgeben, wenn ich keinen Bock mehr habe. Wurde mir ja gesagt. Aber ich bin gespannt, was passiert, wenn ich mehr als 6 Pokémon habe. Wohin dann die... Ich kann mir keine Pokémon mehr fangen, oder? Natürlich kann ich mir noch Pokémon fangen. Mit den Pokémon, die ich noch dabei habe, verdammt. Ich kann ja mit denen auch kämpfen, mit diesem P-Pack. Das ist die Lösung. Naja. Ich werde gleich versuchen. Level 33. Okay, das könnte eigentlich den Aeroas-Angriff noch aushalten. Ja, locker. Au. Hallo, das tut ein bisschen zu sehr weh. Ich habe, glaube ich, gleich keinen Bock mehr. Definitiv nicht. Pokéball, los! Nee, ich fange mir jetzt nicht 5 dieser Pokémon. Das bringt eigentlich gar nichts. Aber vielleicht muss ich 5 Pokémon fangen, damit diese Herausforderung bestanden ist. Das kann sein.
Das könnte gut sein. Nehmen wir jetzt hier auf jeden Fall mal ein anderes Pokémon nach vorne. Das ist ja vermutlich nicht ganz so... Was? Was? Geht mir vor Freude das Herz auf. Ja, super. Nehmen wir jetzt mal ein anderes Pokémon nach vorne. Wie mache ich das jetzt? Ah, Y und dann... Nein! Nein, das hier? Da hinsetzen, so. Es ist zwar sehr angeschlagen, aber was soll's. Ich fange mir jetzt halt ein komplettes Team mit einem Quajutsu und der Rest ist Pepek. Ja. Warum auch nicht? Nicht mal dieser komische Marder geht es zu fangen. Das ist ein bisschen... Ein bisschen, ne? 34, okay, das hätte Quajutsu machen können. Machen wir erstmal den Superschall. Nein, es ist... Nein, es wäre schneller gewesen, aber es kommt natürlich nicht durch mit dem Angriff, ne? Natürlich nicht. Komm, flüchten. Haben wir das auch mal gesehen. Ja, ich werde jetzt nur noch P-Packs halt fangen, die ein höheres Level haben, damit sie nicht gleich besiegt werden nach der Attacke von Quajutsu. Ich würde sagen, das ist eine gute Lösung. Ich muss hier nur noch zwei fangen, dann ist mein Team voll. Aber es ist trotzdem ein bisschen seltsam. Naja. Ah, sieh einer an. Jetzt kommt mal was anderes. Shit, ich hoffe, ich besiege jetzt das Vieh nicht gleich. Shit, 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 shit. Alles ist normal effektiv. Gut, dann setze ich Aeroas ein. Kriege ich immerhin keinen Step drauf. Ah! Perfekt. Perfekt, immerhin noch ein zweites Pokémon. Ein anderes, meine ich. Das ist super. Holen wir uns auch gleich. Los, Pokéball. Hat jetzt gut lange gedauert, bis das mal aufgetaucht ist. Ob das Zufall ist oder gescriptet? Ich nehme an, es ist Zufall. Dankeschön. Mangunior. Sehen wir uns natürlich auch gleich zusammen an. Na? Pokémon. Und da ist es. Bericht. Sandwirbelbiss, Lehmschelle. Ja, warum nicht? Es liebt es zu rennen. Ja gut, noch ein Pokémon fangen wir uns und dann würde ich sagen, reicht es auch, oder? Oder was soll ich hier machen? Oh, noch ein... Oh, jetzt kommen aber wieder neue Pokémon. Wunderschön. Okay, wie besiege ich dich jetzt am besten? Nicht gleich. Nicht sehr effektiv ist wieder Aeroas. Machen wir das. Wuffels. Erst ein Wuffels hätte ich da... wow, es macht kaum Damage. Perfekt. Steinwurf, bist du verrückt. Nochmal. Aeroas. Zack. Ja, wenn da immer steht, ob effektiv oder nicht, das ist schon eine Hilfe, aber... Leute, brauchen wir das? Ich glaube nicht. Wir wissen, was sehr effektiv ist und was nicht. Nee, Pokéball, dachte ich mir eigentlich. Los! Aber ich glaube, mehr Pokémon gibt es ja definitiv nicht, weil mehr Pokémon haben wir auch noch nicht gesehen. Ja. Und? Dankeschön. Wuffels wurde gefangen. Habe ich jetzt alles? Ich habe auf jeden Fall jetzt 6 Pokémon dabei. Oder? Ja, zuerst sehen wir uns das Vieh noch an. Aber ich wollte ja, dass ich 7 Pokémon habe. Dass ich weiß, was mit den Viechern passiert. Hast Niederlagen. Ja, du musstest gerade eine einstecken. Tut mir leid, Kleines. Okay, was passiert, wenn man 6 Pokémon dabei hat, sich eines fängt, aber keine PC-Boxen hat? Das ist eine Frage, die man sich bestimmt noch nie gestellt hat. Und nehmen wir Aeroas, komm. Arms! Gut, das Vieh holen wir uns auch noch und dann würde ich sagen, das war's. Definitiv und sowas von. Pokéball, los! Und dann lösen wir ein weiteres Geheimnis der Pokémon-Welt. Wo werden die Pokémon hintransferiert? Na? Danke! Ah! Ah!
Interessant, in mein Team oder freilassen? Ja, freilassen halt. Ja, verpiss dich. So, gut. Dann kann ich jetzt hier eigentlich nicht mehr viel tun. Dann, ja. Fantastisch! Ja, es funktioniert gut. Ja. Darf ich jetzt aufhören, bitte? Dann willst du abbrechen? Ja. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie viele Pokémon du gefangen hast. 6 Pokémon gefangen. Ja, du machst das super. Mindestens 3 Pokémon hätte ich fangen müssen. Gut, dann kriege ich ein Nugget. Danke. Dass ich in die Vollversion übertragen kann. Super. Ja, der Typ hilft dir dann. Die Bälle, die du nicht mehr brauchst, nehme ich übrigens wieder an mich. Na, warum? Bitte Gras freilassen, die gefangenen Pokémon. Das auch noch. Okay, dann haben wir vermutlich wieder eine Aufgabe erfüllt. Schau vorbei, wenn du nochmal möchtest. Ja. Komme ich mit Tauros vielleicht hier hoch? Nee, komme ich nicht. Ah, von da hinten. Was? Ah, du willst kämpfen? Ach so. Ah. Ah, ist mein Pokémon jetzt geheilt oder geschwächt? Hätte jetzt nicht gedacht, dass hier noch jemand rumsteht, der kämpfen möchte. Du hast nur ein P-Pack. Gut. Ich weiß, was man dagegen tun kann. Und zwar Wasser-Shiruken. Habt ihr gesehen? Mein Typ hatte das Reitoutfit an, weil ich auf Tauros geritten bin. Sehr cool. Sehr cool. Nette Details. Wow, das ist Level 36. Ich habe jetzt gar nicht geachtet. Aber ich glaube, Wasser-Shiruken ist so ungefähr das Stärkste, was ich einsetzen kann. Warum nur 3-mal? Oh, Furienschlag. Bitte nur 2-mal. Nee, natürlich auch mehr als 2-mal. 4-mal, natürlich. Natürlich ein 5. Mal, ist klar. Leck mich. Quachuzu, hättest du auch 5-mal getroffen, dann wäre dieses Vieh jetzt weg vom Fenster, verstehst du? Aber nö. Warum auch? Tschüss, Vogel. Ah, und jetzt wird wieder Quachuzu zur Ash-Form. Nette Idee, aber ich halte es nicht ganz so viel davon, muss ich sagen. Nicht ganz so viel. Wasser-Shiruken! Die Attacke ist jetzt theoretisch verstärkt, glaube ich. Wegen der Ash-Form. Soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Und Irene wurde besiegt! Wurde besiegt! Schnauze jetzt! Ich kann da hinten noch was kaputt machen. Bam! Bam! Du bist auch kämpfen, jawohl! Komm, zeig mir, wie gut meine Pokémon und ich miteinander harmonieren! Eventuell hätte ich Quachuzu heilen sollen. Nun ja. Cherry fordert dich heraus. Du hast auch 2 Pokémon. Uncool. P-Pack. Schon wieder. Ist mein Quachuzu geheilt, bitte? Nicht, kacke. Okay, Quachuzu. Ich würde jetzt gern einen 5-fachen Wasser-Shiruken sehen, okay? Wäre das in Ordnung für dich? Ich fände es ziemlich vorteilhaft, weißt du? 2-mal. Wow, dein Vögelchen kann zertrümmerer. Das ist ein bisschen gefährlich. Quachuzu. Verdammt nochmal mehr als 2-mal Wasser-Shiruken, okay? Okay. Amen, reicht das. Anschließend muss ich daran denken, mein Quachuzu zu heilen, sonst habe ich ein Problem. Ja, Freundschaftsakt. Und wir die Ash vor. Ja, was ich davon halten soll, ich weiß es nicht so genau. Aber wie gesagt. Mangunior. Da ist alles normal effektiv. Gut, dann hau drauf, Quachuzu, komm. Der Wasserschrieken ist ja jetzt viel stärker als vorhin. Und wenn du 3-mal triffst, dann sollte es das gewesen sein. Danke. Wunderbar. Perfekt. Danke. Tschüss. Und ihr harmoniert offenbar noch besser miteinander als wir. Wow, ich krieg ganz viel Geld. Verdammt nochmal. So, aber nun wird mein Pokémon geheilt. Beutel. Ich habe irgendwo einen Supertrank hier. Ja, definitiv ein Quachuzu. Wunderbar. Ich hätte es auch heilen gehen können, aber wozu auch? Ist das hier kaputt?
mit Anlauf vielleicht. Das hier ist kaputt. Dann haben wir hier eigentlich alles gesehen soweit. Oder will hier sonst noch jemand kämpfen? Du vielleicht. Nee, dich haben wir bereits bekämpft. Was kann ich denn sonst noch tun? Vermutlich nichts mehr. Ging ja zurück zum Professor. Dich haben wir bereits... Nee, dich haben wir nicht. Aber ich habe keine Pokebälle. Ist das kacke. Ist das kacke. Aber wir besiegen es trotzdem, komm. Soll mich hier umsehen? Hieß es doch vom Professor aus. Und dann wurde mir gesagt, er ist im Pokémon Center. Eventuell muss ich jetzt zum Pokémon Center. Eventuell auch nicht. Wer hätte gedacht, dass man an einem Ort wie diesem Zeuge eines Sumo-Kampfes nach Alola-Art zwischen Machomais werden könnte? Da geht mir das Herz auf. Okay, da komme ich einfach nicht mehr durch. Okay. Ist ja gut. Dann gehen wir zum Professor. Wo komme ich hier durch? Da. Nein, kein wildes Pokémon mehr. Mein Tauros hätte das wilde Pokémon einfach überrannt, versteht ihr? Ein wildes Pikachu. Sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Interessant. Warum steht da... Ach so. Ja, ich dachte schon, warum da oben ein Pokéball ist. Von wegen, ich habe es gefangen. Weil ich mal eines im Team hatte, vermutlich. Ja, so muss es sein. Und weiter geht's, Tauros. Gehen wir zum Pokémon Center. Oh nein! Habt ihr gesehen, Tauros war quasi schon außerhalb des Grasfelds. Und doch kommt noch mal ein Pokémon. Peepak. Okay, Peepak. Ich denke, mit dir spielen wir jetzt nicht mehr. Nee, wir verschwinden. Okay, okay, okay. Raus hier! Was? Möchtest du zurück? Ja, will ich. Oder ich denke es zumindest mal. Ich versuche mal mit dem Professor zu sprechen. Der irgendwo hier drin sein sollte. Absteigen. Ah, danke. Professor, bist du hier drin? Bist du hier drin? Nee. Ah, da ist er. Hm, ach so. Hey, Johnny, was möchtest du tun? Plaudern. Reitest du gerne? Bla, bla, blups. War's das jetzt bereits? Mit der Demo? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht mehr viel tun, würde ich sagen. Deswegen kann ich jetzt auch direkt da unten auf den Shop zugreifen, vermutlich. Kann ich jetzt die Fleckmon wegrammen? Nee, kann ich nicht. Aber sie blicken mich alle so entgeistert an. Sehr cool. Ja, nee, ich glaube, viel mehr kann ich hier nicht tun. Nee, ich gehe wieder ins Pokémon Center. Und dann würde ich vermutlich gerne den Part beenden. Falls ich noch was finde, was man tun kann, werde ich euch das selbstverständlich zeigen. Und wenn nicht, dann war es. Kann ich mich hinsetzen? Nee, kann ich nicht. Hier auf die Stühle. Er kann sich nicht mehr hinsetzen, das ging in den alten Editionen. Hm, naja, was soll's. Halten wir noch kurz unser Quatschutzu. Als wir es auch gesehen haben. Schön detailliert. Doch. Doch, sieht schön aus. Vielen Dank und tschüss. Ja. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's fürs Erste mit der Demo von Pokémon Sonne und Mond. Ich bin sehr gespannt und ganz besonders hoffe ich, dass Bautz eine zweite Entwicklungsstufe bekommt, die ein wenig besser aussieht. Ja. Wie gesagt, falls noch irgendetwas zu tun gibt, falls noch irgendwas zu tun gilt in dieser Demo, werde ich euch das zeigen. Und für den Fall, wenn nicht, würde ich sagen, Leute, das war's mit dieser Demo. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Projekt. Macht's gut oder besser. Tschüss!